Damit willkommen zu einem neuen Let's Play Marvel's Guardians of the Galaxy live auf Twitch und später auf YouTube. Aha. Das ist, wo die Players, die wir gerade spielen haben. Star-Lord. Okay, we are far from being angels, maybe fallen ones. We could be good. Das ist also das Zimmer. In der Zimmer. Hey, Geburtstagskind. Kein Wunder, dass du mich nicht hörst. Dein neues Tape? Star-Lord. Wer ist der Typ mit den gruseligen Augen? Der hat keinen Namen. Er gehört zu den Space Riders und er ist nicht gruselig, sondern cool. Dein Space Rider hat alle Hände voll zu tun. Echt Dufte! Man sagt heute nicht mehr Dufte, Ma. Ma! Dufte sagt heute keiner mehr. Oh, tja, deine Mutter schon. Was meinst du, besorgen wir uns Tickets und sehen sie mal live? Echt, Jen? Man sieht's deiner Mom nicht mehr an, aber ich war mal eine Rockerin. Dein Vater und ich lagen auf einem alten Chevy und hörten Black Sabbath und sowas. Du mochtest Black Sabbath? Wie schon gesagt, deine Mom ist cooler, als du denkst. Oh, wir haben in die Sterne gesehen und er hat mir erzählt, wo er schon überall war. Mom? Wie wär's mit Kuchen, hä? Ja, ich komm gleich nach. Hast du schon vor einer Viertelstunde gesagt. Wenn du dich nicht beeilst, muss ich den Kuchen eben allein essen. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Hey, meine Frisur. Autsch! Peter! Du sollst doch dein Spielzeug nicht rumliegen lassen. Das ist kein Spielzeug, das ist eine Actionfigur. Eher eine Action-Landmine. Deinen Fuß stechen, ich werde. Er hat nicht mal... Ach, vergiss es. 13 lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komm gleich nach, versprochen. Schon klar. Na dann. Und das ist also Peter. Kannst du den verstehen? Und blaues Auge hat er. Nicht den WASD, nicht die Pfeiltasten. Hoffentlich war es kein Witz von Mom zu Star-Lord zu gehen. Na, ja, falls sie jemals hier draußen in der Pampa spielen.
Endschlacht war großartig. Es sah aus, als wären die Helden erledigt, aber sie haben es geschafft. Aha. Oh Mann, Reisen durch den Weltraum müssen der Wahnsinn sein. Oh Mann, ich kann's nicht erwarten, das zu spielen. Vielleicht kann ich Andy überreden, dass er es von dem Geld vom Zeitungsaustragen kauft. Ein Super Mac 3. Der wird eines Tages hunderte von Dollar wert sein. Na sicher. Samantha Fox. Aha. Drei Einsen hintereinander im letzten Spiel. Ein toller Bade bin ich. Hm. Würfel. Ich muss Janies Highscore schlagen. Das ist peinlich. Es ist echt verrückt, dass die ganze Zerstörung mit einem kleinen Fehler angefangen hat. Hoffings. Können wir gerade ein bisschen selbst spielen? Der Charakter spielt. Ich brauche mehr Hornhaut. Ich würde gerne mal so einen Lightcycle fahren. Retro. Damals neu. Oh, ein Rubik's Cube. Ich zieh die Aufkleber ab und kleb sie an die richtigen Stellen. Meine Finger sind immer noch verkrampft, weil ich damit Lesezeichen setzen wollte. Ich weiß, so soll man nicht spielen, aber ich hab's satt, überall zu sterben. Deathtrap Dungeon. Der Film war okay, aber der Soundtrack war der Knaller. Okay. Ein sehr immersives Poster. Auf den Ladescreen. Peter Quill. Peter Quill, wach auf. Heilige Scheiße. Drax, du musst damit aufhören, Mann. Das ist echt schreck. Das ist Drax. Wir nähern uns der Quarantänezone. Wie lange war ich weg? 15.338 Ticks. Ganz schön exakt. Die Verräterin ist bereit für unsere Mission. Sie erwartet dich im Cockpit. Gamora ist auf unserer Seite, Drax. Sie ist die Brut meines Erzfeindes und eine Mörderin. Ich traue ihr nicht. Versuch's wenigstens. Wir wollten doch ein Team sein. Ich kann nichts versprechen. Jetzt war selber der Star-Lord. Ja, Quill. Alter Aufschneider. Wird es heute noch was? Hm.
Oh, das ist nicht bloß ein Schrottplatz. Die Quarantänezone ist der größte Haufen Trümmer aus dem galaktischen Krieg im bekannten Universum. Ah, wir können dort jede Menge Tech finden. Ich bin gut. Es ist nur illegal, wenn das Nova Corps uns erwischt. Und das wird es nicht. Groot ist zu Recht nervös, Rocket. Unterschätzt das Nova Corps nicht. Ich bin Groot. Ach komm. Ah, was haben wir hier? Bin ich der Einzige, der keine Angst vor der galaktischen Polizei hat? Rocket. Wie viel willst du für diese Dinger? Als ich von zueinander passenden Goldkostümen sprach, meinte ich goldfarbig, kein echtes verdrecktes Gold. Potenzielle Kunden sollen denken, dass wir wohlhabend sind. Wir wollen es nicht zur Schau tragen. Das würde uns zu Zielen machen. Folgender Vorschlag: Wenn es zeitlich passt, machen wir mit dem Kostüm einen Testlauf. Falls sie dann ohne Löcher überstehen, zahle ich dir 6% von dem, was du verlangst. Mehr kann ich nicht tun. Sie sehen übrigens flarg hammermäßig aus. Aber wir sind klüger. Ich bin gut. Mein Schiff kriegt nur ein Genie in die Finger. Mein Schiff. Wer war das? Quill? Ich bin gut. Nein, ich hab ihn gehört. Egal. Da bist du ja, Quill. Sag Groot, er soll sich keine Sorgen machen, verhaftet zu werden. Ich bin Groot. Ich bin nicht zu selbstsicher. Ich bin genau richtig selbstsicher. Groot, beruhigen, ihn verunsichern. Sie werden uns sofort erschießen. Verhaften. Verhaftet wofür? Keine Sorge, Kumpel. Die Quarantänezone ist riesig. Niemand wird mitkriegen, dass wir drin sind. Eine Nacht auf Contraxia und der ganze Quadrant weiß, dass wir in der Quarantänezone waren. Meinst du, die hören auf mich, wenn die berühmte Miss Teekanne an der Bar steht? Wir reden nicht über die Teekanne. Volltreffer. Ach, das ist mein... Schauen wir sie noch ein bisschen um. Sie ist erst ein paar Monate hier, aber ihre Kabine ist schon vollgeschmückt. Warum? Die deine ja auch. Ob Drax seine Zelle im Kiln wohl selbst dekorieren durfte? Wahrscheinlich nicht. Ich halte nichts von Zahnputztabletten. Manuelles Bürsten ist das einzig wahre. Na sicher. Peter Quill, wir müssen über den Status meines offiziellen Teammitgliedschaftsabzeichens sprechen. Drax, nochmal, es gibt kein offizielles Abzeichen. Dass du keins hast, ist klar, Attentäterin. Der Kleine hat gesagt, das Ganze sei ein gut gehütetes Geheimnis. Rocket, hör auf, ihn zu verarschen. Das ist aber bestimmt geblieben. Und Drax? Freust du dich auf die Käuferin, wenn wir das Monster haben? Natürlich, Lady Hellbender ist eine legendäre Kriegerin und eine edle Königin. Und sie ist reich. Das ist keine Leistung, nur ein Kommandant. Wir können die Sache nicht spielen. Solange sie unser Monster kauft, muss sie keine Königin sein. Du bist neidisch auf ihren Status. Nein, danke. Königinnen werden mit einem Fadenkreuz auf dem Rücken geboren. So wie das auf deinem? Zu schade. Wir müssen nochmal privat spielen. Ja, I ran und Take on me. Das ist gut, dass das hier nicht läuft. Ach ja. Weißt du noch, der Händler, den wir nach den Emittern gefragt haben? Als du weg warst, lehnt er sich zu mir und sagt, wofür brauchst du die denn? Ich bin gut. Ja, als wollte ich aus dem Gamora. Hier oben, Peter. Hey. Das ist mein Stuhl. Warum sitzt du da nicht drauf? Ich habe eine Strategie erarbeitet. Ach. Wir müssen ja nicht nur rein in die Zone, sondern auch noch dieses Monster fangen. Exakt. Eine Strategie. Habe ich irgendwas verpasst? Aus einem Dutzend misstrauischer Blicke von Drax nicht wirklich. Wenn du also mit deiner Planung fertig bist, darfst du dich ruhig hinsetzen. Wir sind fast startklar.
Nee, ich brauche noch ein bisschen. Dieser Moment der Ruhe erinnert mich an die legendäre Belagerung von Sektnaf 7. Ach, nicht schon wieder. Lady Hellbender soll 10 Monde lang den Atem angehalten haben, während sie auf einer großen Bestie mit Hörnern durchs All ritt. Und als sie eintraf... atmete sie. Drax. Wegen Gamora. Kann das nicht warten. Ich bereite mich auf die Schlacht vor. Du weißt, wir sollen dieses Monster einfangen, oder? Nicht töten. Natürlich, aber das wird wohl kaum ohne Kampf abgehen. Ganz ruhig, Muskelpaket. Lady Hellbender kauft keine beschädigte Ware. Ich werde versuchen, die Unversehrtheit der Bestie zu bewahren. Gut. Versuchen. Wir werden's... Alles gut, töten. Kumpel? Ich bin Groot. Du weißt, dass ich dich nicht verstehe, Groot, aber ich gehe davon aus, dass du etwas sehr Nettes und Fürsorgliches gesagt hast. Ich bin Groot. Was hat der Baum gesagt? Keine Ahnung. Okay. Was tut man? Das war ja sehr hilfreich. Morgoth mit dir. Hey, selber Morgoth. Guter alter Melano. Triebwerkteile von mindestens 5 Schwarzmärkten. Ja. Was ist denn? Okay, Auszeit, Kumpel. Wir müssen über die Gamora-Sache reden. Sie wartet im Cockpit auf dich. Ich war gerade bei ihr. Du weißt, es ist nicht sehr subtil, wie du sie anstarrst, oder? Subtilität ist weder meine Stärke noch meine Absicht. Ich weiß, du bist wütend, weil sie bei der Mission im Team ist, aber versuch wenigstens mit ihr klarzukommen. Das werde ich wohl nicht schaffen. Ja. Tolles Team. Gibt's hier irgendwo einen Sprint-Button? Wir haben es auch nicht eilig. Schicke Teile, Rocket! Ich nenne sie Klopfer, wegen dem Geräusch, das sie machen. Wenn wir es ohne zerbröselt zu werden durchs Kraftfeld schaffen und zu deinen Koordinaten, müssen wir die nur aufstellen. Dann ist unser Monster ratzfatz rausgelockt. Ja. Klopfer untersuchen, arbeiten lassen. Und wie soll das funktionieren? Der Klopfer macht beep, 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 beep und das Monster kommt angerannt? Naja, er macht eher so... Heilige Hala Rocket! Hör mit dem Krach auf, sofort! Und schon kommt das Monster aus seinem Loch geschossen. Bist du da so sicher? Hey, ich krieg meine Infos aus deiner Quelle. Meine Quelle ist absolut verlässlich. Die Koordinaten führen hundertprozentig zu einer seltenen, scheuen, schweineteuren Kreatur. Von der du natürlich nicht die leiseste Ahnung haben, wie sie aussieht. Kannst du mit dem Begriff scheu was anfangen? Ey, ganz egal, wie das Monster aussieht. Solange das Vieh Ohren hat, werden meine Klopfer es uns direkt in die Arme treiben. Na dann. Leute, unser großer Anführer ist... Geht's jetzt los? Jetzt? Würde seine Majestät jetzt bitte seinen Thron besteigen? Sobald wir das Kraftfeld passieren, gibt's kein Zurück mehr. Deine Schwarzmarkt-Codes werden das Nova-Netz knacken, richtig? Ja, sobald du sie in deine Konsole eingibst. Na dann. Okay, es geht weiter. Rocket, Groot, Drax, kommt her, wir gehen rein. Ein paar Ticks haben wir noch bis zum nächsten Zeitfenster. Wieso noch warten? Nach jeder Rotation erfolgt ein Security Reset. Wir müssen rein und wieder raus, bevor unser Code abläuft, sonst sitzen wir fest. Und wenn wir auf den Reset warten, haben wir eine ganze Rotationszeit. Cool. Hey, wieso steht das Nova-Netz noch? Ich dachte, wir gehen rein.
Anscheinend sind die Kontakte der Verräterin genauso wenig vertrauenswürdig wie sie selbst. Sag mir bitte nicht, dass Gamoras Backdoor-Codes für den Arsch sind. Die haben uns unser letztes Geld gekostet. Ganz ruhig, Rocket. Wir haben noch ein paar Ticks bis zum nächsten Zeitfenster. Okay, gerade ist der Reset erfolgt. Du kannst den Code jetzt eingeben, Peter. 0451. Das ist alles? Vier Zahlen? Verdächtig. Das sind zu einfache Sicherheitsmaßnahmen für das Nova Corps. Es ist nicht einfach. Der Code gilt nur heute auf diesem Schiff. Oh, ich verstehe schon. Gamoras Codes sind geschafft. Nicht immer Spaß, was Falsches nehmen können. Die Quarantänezone. Und wir sind drin. Unglaublich. Ich wusste nicht, dass die hier nach dem Krieg so ein Trümmerfeld hinterlassen haben. Die Chitauri-Armee war noch nie besonders zimperlich. Schon gar nicht unter Thanos. Das ist wahrscheinlich nur noch harmloser Schrott. Ich meine, Nova Corps hatte doch jetzt 12 Jahre Zeit, das wirklich gefährliche Zeugs wegzuräumen. Yep, das mag ich so an dir, Quill, diese Unschuld. Oh, was könnte ich mit all der Tech Wunderbares und Schreckliches anstellen? Konzentrier dich, Naga. Wir sind nicht zum Plündern hier. Warum nicht? Die Waffensysteme der Milano könnten zertragen. Und gutes Geld wär's noch dazu. Die Bestie, die wir suchen, ist für die Monsterkönigin von Sektor 9 viel mehr wert als jedes illegale Bergungsgut. Ein ganz schöner Slalom hier. Ich sehe zwar kein Monster, aber der große Zylinder da vorn könnte das Bergbauschiff sein, das Peters Freundin gemeint hat. Freundin? Für eine Nacht. Und das Monster wird schon auftauchen, wenn wir Rockets Monster-Unlock-Dinger aufstellen. Flag, ja! Groot, Quill, Stiefel an! Team Rocket geht zuerst! Ich soll mit der Atmosphäre bleiben? Wieso das denn? Ganz einfach. Du gehörst zu Team Grün. Du hast mich ins Team gesteckt, bevor es so hieß, und meine Haut ist nicht grün. Sie ist türkis. Türkis? Was? Hör zu, wenn wir das Monster in die Bergbauanlage locken wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten Klopfer haben. Zwei Seiten, zwei Teams. Zwei Klicks bis zur Abwurfstelle. Auf dem Untergrund kann ich nicht landen. Ihr müsst springen. Das war das Stichwort. Los geht's, Groot. Es wird ein Spaziergang. Wenn die Klopfer aufgebaut sind, treffen wir uns in der Mitte und fangen das Monster. Alle zusammen. Na gut. Na dann. Hey, so ein Reinbruch. Klopfer 1 steht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Gamora, pass auf mein Baby auf. Es ist ein Schiff, Peter, kein Kind. Es ist unfassbar. Was ist das für ein Momentum? Was, der rosa Schleim? Das ist Nanoharz, damit die ganzen Kriegstrümmer nicht wegtreiben. LL umzugehen. Hast du was zum Verkaufen gefunden? Nein, nur alte Korrespondenz. Du weißt, die Geschichte des Galaktischen Krieges interessiert mich. Oh Gott, wenn das nicht alles durchlesen. Aber das lesen wir noch durch. Der Arm von Centurion Kerdar steckt nach wie vor in Nanoharz. Allerdings widersprechen sich die Berichte, wie es zu dem Unfall kam. Kerdar behauptet, dass Nanoharz sei auf ihn gespritzt und habe ihn sofort bis zum Ellenbogen umschlossen. Seine Korpssoldaten jedoch sagen, er habe seinen Arm als Mutprobe hineingesteckt, was eine direkte Verletzung der Sicherheitsmaßnahmen darstellt. Und die natürlich besagte Extremität gekostet hat. Die Säurebestandteile in dem Harz sollen Weltraum taugliche Metalle auflösen. Es war also keine Überraschung, dass sein Arm nach wenigen Mikrozyklen nicht mehr vorhanden war. Meine Empfehlung, einen Auffrischungskurs über die Sicherheitsprotokolle in der Quarantänezone und eine deutliche Warnung vor Streichen oder Wetten während der Nova-Großmission, egal welcher. Von einer Bestrafung von Centurio Kerdau würde ich
absehen. Sein synthetischer Arm ist bereits in dauerhafter Erinnerung an seine Dummheit, welche Version der Geschichte auch immer er wahr sein mag. Aha. Dann fassen wir es mal an. Nein. Nein, der ist total sicher. Können wir jetzt den Giftschleim vergessen und uns dem coolen Kriegsschrott widmen, den er zusammenhält? Ich bin gut. Ich meinte nicht giftig, giftig. Hey, Starboard! Falsche Richtung! Seid ihr sicher, dass ihr keine Hilfe braucht? Ich bin gut. Okay. Du nimmst jetzt also den... Wow! Alles okay, Quill? Ja, ich glaub schon. Ist dieses rosa Harz wirklich stark genug, um diesen Ort zusammenzuhalten? Oh ja, ja, ja. Wirklich, wahrscheinlich stark genug. Au. Death Counter. Eins. Wie viele dieser Schiffe hast du persönlich zerstört, Attentäterin? Auf diesem riesigen Schrottplatz? Voller Trümmer von beiden Kriegsparteien? Wie soll ich diese Frage beantworten? Unehrlich. Aha. Komm schon, Quill. Wir müssen noch 3 Klopfer aufstellen. Den zweiten in dieser Richtung. Ich nehme an, du hast eine Karte oder sowas? Blödsinn. Für einen Schrotthaufen brauche ich doch keine Karte. Wir können, Star-Typ. Ich bin gut. Natürlich hört er mich. Er ist nur zerstreut. Oh. Haltet alle Ausschau nach gutem Schrott oder Einzelteilen. Ich bin gut. Ich weiß, dass das Monster oberste Priorität hat. Ich meine ja nur, wenn ihr unterwegs was Gutes seht, nehmt es mit. Der große Zylinder, da ist unser Treffpunkt, richtig? Ja, das ist die Bergbauanlage. Das ist noch ein Weltkrieg. Das alles so auf einen Blick zu sehen. Überreste eines Krieges, der die ganze Galaxie umfasste, zusammengehalten von... Rosa Schleim. Nano-Harz auf Ebrium-Basis. Wie auch immer. Ich sag ja nur, es ist ein bisschen viel. Oh, seht mal. Gelb und blau. Sieht aus wie eine alte Nova-Corps-Fregatte. Hübsch. Komm schon, Kumpel. Auf dem Schiff sind Leute gestorben. Ach, Spaßbremse. Warum hast du uns hergebracht, wenn der Ort so heilig ist? Ich bin gut. Mir fallen mindestens ein Dutzend Planeten mit Monstern ein. Warum also hier? Vielleicht um Gamora zu beeindrucken? Hey! Wir sind pleite, Rocket. Wir brauchen was Großes. Hast du Yarrow-Wurzeln nicht auch langsam satt? Die sind so... mehlig. Hör mal, diese Zone ist gesperrt. Egal welches Monster hier lebt, das hat sonst keiner. Will die Helfer der 8-2 Coin-Drops sind. Ganz genau. Ich glaube, irgendwie verstehe ich's. Tausende von Welten kämpfen für eine vergängliche gute Sache. Das hat was Poetisches. Ich bin gut. Na, Kopf hoch. Auch wenn der Krieg schrecklich war, gab es zwischendrin doch auch gute Zeiten. Ich bin gut. Okay, ja, ich meine damit hauptsächlich Sprengungen. Ich weiß nicht, ob wir da drüber kommen. Ich hab gehört, das Nova Corps wollte mal ganze Planeten ins Nova-Netz holen, so wie diesen Ort. Ich bin gut. Feindliche, nehme ich an. Ich bin gut. Also ich würde nicht wollen, dass das World Mind die Auswahl trifft. Viele meiner Lieblingsplaneten würden wahrscheinlich Gefängnisse. Ich wollte es nochmal ausprobiert haben. Oh oh. Okay. Ich bin okay! Ha! Fast wäre aus dir ein verspätetes Kriegsopfer geworden. Nicht lustig. Wir wollen ein bisschen Geld machen. Nur zur Klärung, Lager. Woraus besteht diese rosa Substanz? Du meinst den Nanoharz-Clusterschaum auf Ebrium-Basis? Vertraue nie etwas mit so vielen Bindestrichen. Wisst ihr? Ich mag das. Es macht Spaß. Ich bin gut. Dass wir 3 abhängen. Genau wie am Anfang dieser Sache. Bevor ihr wisst schon, wer dazu kam. Ich bin gut. Nein, ich hasse nicht alle. Ich toleriere Quill. Komm schon, Rocket. Drax und Gamora sind wertvolle Ergänzung des Teams. Das sagst du doch nur, weil sie zuhört. War es deshalb dein Plan, dass Drax und ich das Schiff... Möglich.
Hey, kann man nicht mal ein bisschen Zeit mit seinen Freunden verbringen? Wir sollten uns dann noch ein bisschen gucken. Wenn das Monster verkauft ist, fliegen wir nach Nowhere und spielen ein bisschen. Ich bin Groot. Du? Du könntest doch nicht meine Topflasche. Du würdest unbedingt nochmal sterben. Aber das kann Drax auch nicht. Sein Anteil gehört mir praktisch schon. Ich bin Groot. Das macht doch was fürs Let's Play. Bei der müssen wir sehr vorsichtig sein. Hier. Wow. Ich bin ziemlich sicher, das ist eine Sackgasse. Sicher? Ah, na also, hier geht's lang. Komm schon. Woher willst du das wissen? Vertrau mir, okay? Hey, Groot, meinst du, wir finden hier drin Teile des Trion-Splitters? Ich bin Groot. Hast du immer noch nie von Trion-Splitter gehört? Ach, zufrieden, Quill. Du hast gefunden, was ich gesagt habe. Eine Sackgasse. Tote Hose, Ende Gelände. Mythische Lehre, das Schwarm. Ganz recht, der Weg der Schande. Ich bin Groot. Natürlich konnte er es wissen. Ich hab's ihm gesagt. Cool, wie das Spiel drauf eingeht. Peter Quill, die Inselbeugenanzug der Attentäterin ist unerträglich geworden. Das Lesen kann sich gerne anhalten. Peter Quill, die Inselbeugenanzug der Attentäterin ist unerträglich geworden. Ich halte mich exakt an unseren Plan. Bist du fertig mit Prahlen? Oh, ich bin nie fertig mit Prahlen. Ich bin gut. Ja, typisch. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Hab ich euch Angst eingejagt? Nein. Ach, du warst besorgt. Wie süß von dir. Ich bin gut. Ach, seid still. Alle beide. Ich bin gut. Keine Sorge, man kann darauf laufen. Vorsicht, Quill! Richtiges Material kann durch Blaster beschützt werden. Alles gut, schon okay. Aber seid vorsichtig, Leute. Dieser Schrott ist nicht so stabil wie gewünscht. Nimm das, morsches Zeug. Juhu. Ach, ich hasse diese schiffsfressenden Parasiten. Eklig. Ha, schön gespritzt. Hey, 50 Units, dass ich mehr von den Dingern erwische als du. Von wegen. Oh oh. Wow, was zum... Rocket, warst du das? Die Anzeigetafel? Gefällt sie dir? Hab sie in deinen Visor gehackt, als du das letzte Mal geschlafen hast. Du hackst dich in meine Sachen? Ich hab das verflagte Ding so oft repariert, dass es eigentlich schon mir gehört. Na, dann auf geht's. Optimale Distanz für Klopfer, direkt voraus. Ich bin gut. Genau vor uns, in dem riesigen Loch, wo früher das Cockpit dieses Schiffs war. Das ist heftig. Ich bin gut. Ja, versuch nicht dran zu denken. Man sollte sich nicht fragen, was denen zugestoßen ist, die auf diesen Wracks gearbeitet haben. Außerdem ist es lange her. Großartig! Das hätte ich aufnehmen sollen. Mach eine Brücke, Groot. Ich will sehen, ob er noch lebt. Ich bin Groot? Ich weiß nicht, aber er zuckt noch. Verflag nochmal, Quill. Alles okay da unten? Ja. Ja, ich dachte nur, da wäre eine Abkürzung. Abkürzung, klar. Geht ohne mich weiter. Ich komm nach. Okay, da ist ein Novacore-Raketenschacht direkt auf der anderen Seite. Da treffen wir uns. Raketenschacht in gelb und blau. Verstanden. Könnte was wert sein. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder an? Okay. Okay. Durch ein altes Gruselschiff. Keine große Sache. Ganz ruhig, Quill. Ich bin sicher, ich wird schon nichts anspringen. Außer vielleicht ich und Groot.